Auch auf diese Damen kommt es gleich an. Kim, was erwartest du so? Ich würde gerne regionales Beef sehen. Ich möchte gerne regionale Gemüsesorten sehen. Ich möchte wissen, von wem er seine Kartoffeln her hat, ob das auch Luxemburger Kartoffeln sind, von wem seine Eier da sind, ob das auch regionale Eier sind. Und das verlange ich mir so ein bisschen vom Jan. Muss er bringen. Seht ihr, sowas kommt aber raus, ne? Man merkt, Jan ist der Kim ein bisschen auf den Arsch gegangen. Entschuldigung. Später wird tatsächlich nicht alles Kims Geschmack treffen. Und ich werde jetzt nicht einen Schwenker nach rechts oder nach links machen, weil irgendein Hühnchen hier sagt, komm Junge, so geht das nicht oder schmeckt mir nicht. Ich bleib mir treu und das wird auch immer so weitergehen. Erstmal geht's an die freundliche Begrüßung und dann geht's zu Tisch. Den werde ich mal zeigen, was kulinarisches Tempo ist. Sie werden sich wundern. Das ist ein Tag, den werden Sie nie vergessen. Innen drin machen Sie jetzt schon große Augen, oder Ben? Sehr modern. Sehr modern, schick, ja, eingerichtet. Aber auch ein bisschen dunkel. Ja, es ist halt ein Keller. Ja, man geht eine Treppe runter, es ist dementsprechend auch ein bisschen düster. Ne? Vielleicht jetzt noch Gruft und dann oder was. Und er ist unser Dracula oder wie der Janni. Ich finde, es ein super schicker Laden. Aber jetzt vom Tischsetup, ne, was mich jetzt, weil ich bin da natürlich sehr picky, dann haben wir dann so gebrandete Gläser, ne? Alles auf schick und der Tisch ist nicht gleichmäßig gedeckt. Ne? Hier stehen die Gläser anders wie da. Wir sind aber beim Jahren Schneidewind. Ne? Da müsste das schon für mich passen. Ich habe eine kleine Prophezeiung. Ich kann nicht über Wasser gehen. Heute wird's lustig. Ich spüre es jetzt schon. Mal sehen, was der Abend bringt. Noch wirkt es harmonisch. Der Nunu nimmt dann Bestellung auf und dann kochen wir das für euch. Okay? Super. Vielen Dank. Bis später. Danke. Danke. Auch schon ein bisschen abgenutzt, ne? Einfach. Könnte man anders lösen. Ja. Vor allem könnte man sie austauschen, wenn sie Macken haben. Ne? Guck dir mal die Preise von den Hauptspeisen an. Hier ist keine Hauptspeise unter 36 Euro, ne? Ja. Und dann bekomme ich das auf so ein Plastikbrettchen, das angedickst ist. Ich gebe dir völlig recht, ne? Aber einem gewissen Preisniveau muss auch das rundherum stimmen. Genau. Oh, ich muss, wenn ich spüre, dass es hier jetzt richtig nach hinten losgeht, dann merkt man mir das an. Ich prophezeie euch, hier passiert jetzt was. Das ist nicht normal, was hier gerade abgeht. Wir sind gerade in ein paar Minuten hier in dem Laden von Jan. Oh, wow, 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 wow. Womöglich kommt so einiges auf den Tisch. Aber zuerst die Vorspeisen. Hey, hallo Chris. Moin. Wie geht's denn? Und bei dir, alles fit? Alles super. Okay. Was hast du denn heute für uns vorbereitet? Wir waren heute Morgen im Garten, in Munzbach, da in der Nähe von hier da. So dazwischen. Also, da habe ich eine Bäuerin, die macht hier Gemüse und sowas. Und die werden einmal die Woche bei mir geliefert. Und ich habe das heute Morgen bekommen. Und dann machen wir jetzt einen Gemüseteller, aber ein bisschen schöner, ein bisschen besser, okay. Ein bisschen mehr Ansätze da drin. Komm, schnippeln. Grundprodukte sind mega. Also wir nehmen dann, ich hab's lieber, wenn wir dann halt für jede Sache einen separaten Topf nehmen. Ist die Topffrage geklärt. Sonst noch was? Wieso machst du die Gemüsesorten alle separat? Weil ich möchte, dass jedes Gemüse nach seinem Geschmack verhält. Okay. Es soll ja kein Gemüseeintopf werden, es soll ein Gemüseteller werden. Und deswegen soll das alles schön seinen Geschmack behalten. Ja, das muss dann. Ich kenne allerlei. Ne? Zum Glück ist Jan in puncto Töpfe sehr gut eingedeckt. Und hier machen wir es ein bisschen rustikaler. Nehmen wir die ganze Echalotte. Echalotte. Schalotte. Die Echalotte. Okay. Die Echalotte. Und den Knoblauch. Warum machst du das jetzt mit Schale? Weil ich die Schale hinterher abziehe. Okay. Na, dann das hält schöner zusammen, das wirst du ja gleich sehen, weil das Wurzelstück ist da noch dran. Dann machen wir die Schale ab, wenn es geht. Kriegt auch eine schönere Farbe dadurch. Schönere Farbe, ja. Und dann können wir es einfach in 2 oder in 4 oder in 8 schneiden. Und okay, dann hält es. Das hält, ne? Und beim Knoblauch eigentlich genau das Gleiche. Ja, das ist so frisch. Eigentlich auch ein super Tipp für zu Hause, ne? Das kannst du wirklich, die gast du, gibt ein bisschen Kräuter dazu, ein bisschen Salz, Butterflocke. Und dann nachher, wenn es gegart ist, kannst du die Knoblauchdinger so rausploppen, die Zwiebel rausdrücken. Finde ich gut. Jetzt machen wir eine Beurre Blanc. Ja.
Jetzt weißt du, was das ist, ne? Ja, eine Weißweinsoße mit Butter montiert. Genau. Das ist ja die weiße Grundsoße, eine Beurre Blanc. Das Gemüse, das köchelt vor sich hin. Ich passe auf, dass es nicht verkocht, dass es al dente ist. Und wenn das eingekocht ist, wird das mit Butter aufmontiert. Mhm. Und ganz zum Schluss mixen wir noch ein bisschen Bärlauch darunter. Okay. Machst du gar keine Sahne rein? Nein. Okay. Nee, keine Sahne. Okay. Ich mache immer einen Schluck Sahne mit rein. Und er montiert das wirklich nur mit der Butter, sodass dann eine schöne, feine Soße wird. Die kannst du ja in sämtliche Richtungen bringen. Ne? Also wenn man hier diese kleinen Schalottchen sieht, die ja in Weißwein kocht, da könntest du zum Beispiel mit Fischfond arbeiten anstelle mit Wasser. Dann könntest du mit dem Wermut arbeiten, mit den Zwiebelchen. Und dann haust du natürlich dann wirklich die Butter nachher drunter und mixt die ein. Es gibt Varianten auch mit Sahne oder Creme fraiche. Super, dann ich warte dann draußen und freue mich bis später. Ciao. Tschüss. Ich denke, das wird ein leckerer Teller, der sehr bunt ist und eine Geschmacksexplosion im Mund wird. Einen Gaumenknall verspricht sich Sandra von der Ceviche, von der Lachsforelle und vom Zander. Beide Fische sind sehr zart. Man merkt, dass sie eingelegt wurden. Also sie sind nicht roh. Mariniert. Sie sind mariniert, genau. Ceviche ist ja im Original eigentlich gewürfelt, nicht hier wie ein Carpaccio geschnitten. Das würde ich ja zum Beispiel hier sicherlich anmerken. Und es ist einfach gesäuert, ne? Über Limetten- oder Zitronensaft und damit angegart. Wobei ich jetzt sagen muss, dass ich jetzt hier die Fruchtigkeit davon vermisse. Ne? Mir fehlt hier tatsächlich ein bisschen die Süße, die ich mir für den Orangen eigentlich erhofft hatte, auch in einer Vinaigrette, aber auch die Säure. Also tatsächlich ist es ein bisschen fad. Was mir dabei einfach gefehlt hat, war der Geschmack. Dass es jetzt komplett an Geschmack fehlt, glaube ich, ist zu hart. Und die Süße einer Orange in einem Ceviche wiederum zu suchen, dann nimmt man ja nur die Zitrusfrucht Orange als Geschmacksgeber. Deswegen muss es nicht süßer werden. Würde es jetzt reichen, wenn du dir Salz, Pfeffer dazu machen würdest? Oder nein, mir fehlt dann eine Frucht. Okay, es fehlt Frucht. Okay. Mir fehlt, ich habe jetzt hier gelesen, eine Orangen-Vinaigrette in der Speisekarte und habe mir dann auch ein bisschen was Fruchtigeres auch erwartet. Ne? Und das fehlt mir hier total. War gut zum Essen, konnte man essen, aber war jetzt nicht weltbewegend. Ja. Die Frauen haben sich ein bisschen zusammengerauft. Ne? Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Janni nicht einen drüber bekommt. Weiß ich. Na, schauen wir mal. Als nächstes Kims Urteil zu ihrer Wahl. Japanisch inspiriertes Carpaccio und Pickles. Da hatte ich einen Cœur d'Artichaut. Ja. Das ist Artischotten. Das Herz. Artischotten. Ne? Guck mal, da ist ja, das, Stein. Der Stein. Wirklich kompletten Fehlschuss nach hinten, in dem da wirklich noch fast die Wurzel dran war. Eine Wurzel kann es nicht sein, oder ist, wenn dann ein Strunk. Ne? Ja, sollte nicht sein, ist klar, aber ein Fehlschuss, ne? das ist schon hart. Dann hatte ich was. Sehr, sehr zitronenhaftig drin, das mir den kompletten Mund zusammengezogen hat. Und damit hat mein Gaumen eigentlich alles andere verloren, was da drauf liegt. Naja, es kann sein, dass diese Säure von einer Yuzu ist. Also Yuzu ist ja eine Zitrusfrucht, japanische. Ich habe Hunger, deswegen esse ich das jetzt, ja. Aber da hätte ich mir wirklich... Würdest du den nicht wieder bestellen? Nein, auf keinen Fall. Aber Fazit ist, da geht noch viel, viel mehr. Und ich habe mir auch wesentlich mehr erwartet. Japanisch heißt immer, da ist eine andere Aromatik drin. Das müsste doch für Sie, die asiatische Liebhaberin ist und übrigens vom Konzept das bei sich auch so durchziehen, müsste man noch positiv gestimmt sein. Dann ist es ziemlich vieles aus dem Garten, steht auch zusätzlich noch in der Karte. Und eben Pickles, da bist du ja schon im süß-sauren Bereich. Dass man das so abwatscht und dann irgendwie mit Purismus kommt, also... Mal sehen, wie dies bei Chris ankommt. Sully Les vom Hähnchen und Sauce Vincent. Mein Hähnchen ist schön gebraten, es ist schön saftig. Aber ich kenne die Sully Les halt ein bisschen kleiner. Sully Les ist für mich das Rückenstück vom Hähnchen. Das ist genau da in der Mitte. Das ist das beste Stück vom Hähnchen. Und das war für mich heute sehr groß. Der hat das ja geschnitten. Es war bestimmt ein Suppenhuhn.
Ich weiß es nicht genau. Ich pass auf, ich glaube, dass das vielleicht für alle interessant ist, weil es ist auch nicht so ein Rückenstück und auch nicht lang. Das hat er jetzt falsch erklärt, aber nicht blöd. So, da haben wir es doch. So, da speichere ich mir das Bild jetzt. So, schau, schau, schau. Schau, das ein bisschen schräg halten. Schau, das ist das. Schau. Da. Das ist nur so Fingerkuppen groß. Das, was hier farblich anders ist. Auf jeden Fall war es saftig, es war gut gebraten. Es war mit Essig abgeschmeckt, es war lecker. Und der Rest? Die Spargel sind super schön knackig gebraten. Ich habe mir unter der Vorspeise was ganz anderes vorgestellt. Wenn ich schon einen Waldorfsalat sehe, denke ich mir Sellerie mit Nüssen, eine Mayonnaise. Aber das da wäre ein sehr leichtes Gericht, was einfach super angerichtet war und eine moderne Note hatte. Salz, Pfeffer, es war nicht viel dran, aber es war lecker. Freut mich, dass es dir gefällt. Es ist ja auch dementsprechend gut beschrieben worden in der Karte. Es steht ja nicht klassischer Waldorfsalat, ne? Aber das, was ich jetzt nicht gebraucht hätte, das wären die gebratenen Thymianzweige gewesen. Kann ich eher als Zahnstocher benutzen, wie dass ich jetzt so was auf dem Teller liegen haben muss. Aber eine blöde Kritik, aber ist die einzige, die ich finde. Ben beißt kräftig zu, und zwar in die knusprige Bauernstulle mit Rinder-Wasabi-Tatar. Unten das Brot angebraten und dann oben ein normales Rinder-Tatar getoppt mit einem, sagen wir mal, so, mit so einer Kräuterkruste, was dem Ganzen einen gewissen Crunch geben soll. Aber durch das Olivenöl war ein bisschen zu gut gemeint, für meine Verhältnisse jetzt. Die Knusprigkeit haben wir in der Küche hast gelassen. Hast du gesehen, das draufgedrückt, hat Öl schon gelaufen. Ganz genau. Das Problem ist, dass oben auch Olivenöl drauf war. Das heißt, die Kruste, was eigentlich dann eine Kruste sein soll, auch voller Fett ist. Ne? Gut, also wenn das wirklich als Kruste dann auch niedergeschrieben worden ist, dann ist es wirklich dann zu ölig. Das Tartar war wirklich nur mit Salz, Pfeffer gemacht. Einfach, finde ich auch gut. Keiner braucht Ketchup drin oder irgend sowas. Ich finde das gut gemacht. Das Ding ist auch bei Jan, er benutzt ein sehr hochwertiges Olivenöl. Ja. Und das Olivenöl hat einen richtig krassen Eigengeschmack. Und das hat das ganze Gericht einfach, weil er auch minimalistisch würzt, mit Salz, Pfeffer, von dem Fleisch, Rindfleisch, hast du nichts mehr geschmeckt. Das war einfach nur Olive. Jan ist gespannt auf die erste Tendenz. So, von den Damen, was schätzt denn ihr? 5? 6? Eine 6. Okay. Ich hätte mir mehr von dir erwartet. Ey, ich bin über 30 Jahre hier im Business. Ich habe überlebt, ich habe mein Geld damit verdient und ich habe viele Fans und viele Kunden und es läuft. So. Und ich werde jetzt nicht einen Schwenker nach rechts oder nach links machen, weil irgendein Hühnchen hier sagt, komm Junge, so geht das nicht oder schmeckt mir nicht. Ich bleib mir treu und das wird auch immer so weitergehen. Was? Hat irgendein Hühnchen? Hätte ich mir verkniffen. Meine Tendenz ist eine 7. Lieber Jan, bei mir bist du im Moment bei einer 7. Bei mir hast du eine ganz gute 9. Danke. Oh, wow. Boah, 6 bis 9 Punkte, ja, da scheiden sich die Geister, ne? Würde ich mal sagen. Da ist ja fast alles dabei, ne? Vielleicht fallen die Meinungen bei den Hauptgerichten einstimmiger aus. Ach, hallo Jan. Wie geht es dir? Gut. Alles toll? Ja, super. Ich dachte, komm dich mal in deinem Reich besuchen. Oh, schön. Schau dir mal ein bisschen über die Schulter. Magst du Lamm? Gibt's Lamm heute? Magst du Lamm? Ich mag Lamm. Ich mag Lamm. Das sind aber die ganz kleinen Lämmer da. Ja, ich mag sie lebend, ich mag sie aber auch im Teller. So. Kein Problem. Das ist ein Lamm aus Mauléon. Mauléon, das ist oben bei in den Pyrenäen in Frankreich. Ah, okay. Ne? Ja, wow. Also was Besonderes. Ich kenne das jetzt nicht, kann ja auch nicht alles kennen, ne? Aber das hört sich jetzt nicht nach so einem Wald- und Wiesenlamm an, ne? Da haben wir jetzt die Filet de Filet. Ja. Ne? Das haben wir einmal hier, das kleine, ja. den Celle-Dagnon nennt man das, den Sattel, die 2 Stücke. Dann haben wir hier dann halt eben, was das Carré ist, also wo die Knochen normalerweise dran sind, die habe ich abgenommen. Das haben wir auch 2-mal und das sind dann die Mignons, die kleinen Filets hier unter dem Sattel. Dann, nächster Halt, die Pfanne. Das können wir jetzt einfach mal so
hier oben stehen lassen. Lass du einfach ein bisschen ziehen. Lass mal ziehen. Mhm. In der Zwischenzeit machen wir unseren Spargel. Schäumt jetzt schön. Ist das die Butter, die hier schäumt? Mhm. Das gleiche machen wir mit dem Morcheln. Auch mit Wasser? Nee, da brauchen wir kein Wasser. Dann nimmst du nur die Butter. Nur die Butter, sofort ein bisschen Salz. Salz löst Wasser. Ja. Und dann schmort das oder brät das in eigenen Saft. Währenddessen macht Jan das Gemüse kurz und klein. Siehst du, da brauchen wir auch kein Wasser mehr. Das sieht jetzt von ganz alleine. Und was kommt da wieder von oben herab? Ganz entspannt. Das Lamm hat sich hier so ein bisschen ausgeruht. Ja. Wir wärmen das hier noch einmal ganz kurz an. Kommt das Lamm gleich noch in den Ofen zum Nachziehen? Nein, es kommt gleich in die Soße rein. Okay. So, hier haben wir jetzt unseren Bratensaft, Sucre en français. Ja. Oh la la, und dazu ein Schlückchen vom Vin. Nimmst du da einen speziellen Rotwein oder einfach? Kräftigen, kräftigen Rotwein. Kräftigen. Sierra, Grenache, das sind also die Sachen, die da ganz gut dafür gehen. Super. Also da muss man auch ganz ehrlich sagen, den ganz billigen Fuso aus dem Tetrapack sollte man vielleicht nicht nehmen. Es muss einfach ein guter, schöner, ich sag mal, trinkbarer Wein sein. Wäre sonst auch schade um den Bratensaft. Was kommt noch rein? Ein bisschen Zitrone aus Menton. Ja. Menton ist da oben auch da. Genau. Zwischen Monaco und Italien. Ja. Da. Und die haben diese süßen Zitronen da hinten, das ist gerade die Saison, die machen wir da ein bisschen mit rein. Aha. Und Takiash-Oliven, das sind auch Oliven, die kommen aus Südfrankreich. Gibt noch der Basilikum, dann auch was zukommt. Und das Basilikum, das stammt aus dem Garten. Jetzt lege ich hier einfach mal auf die Soße das Lamm. Ja. Okay? Damit das nochmal ein bisschen ziehen kann. Mhm. Ich hoffe sehr, dass das auch funktioniert, dass es auch tatsächlich schön zart ist dann und nicht wie ein Kaugummi. Ne? Ben kaut hoffentlich genüsslich sein Lachsforellenfilet. Na, wie ist der erste Bissen? Der Fisch schmeckt eigentlich nach Fisch, ne? wie er soll. Und dann ein bisschen wegen dem Fleur-de-Sel ein bisschen salzlich angehaut. Aber kein Pfeffer drauf, wenigstens nicht auf den Fisch. Der Fisch war super, der war auf den Punkt gegart. Er hat ihn im Salamander gehen lassen, er hatte Zeit, sich zu entfalten. Herrlich, klasse. Super. Super. Bombe. Der Fenchel angebraten, auch super gut. Die Radieschen, okay, das muss man mögen. Ich liebe Radieschen, deswegen ist das für mich top. Beim Radieschen war die Schärfe komplett weg. Ich weiß auch nicht, ich glaube, er muss die davor geschält haben und dann gekocht. Denn, die war sehr weiß, gell? Die war sehr, sehr weiß. Wenn er jetzt die gekocht hätte mit der Schale, da wäre die rote Farbe ein bisschen durchgezogen. Da wäre das rosa Radieschen. Genau. Das war ja nicht der Fall. Also hat er sich schon richtig Mühe gegeben, und die super zu schälen. Ja. Es schmeckt genauso, wie man es sich erwartet. Es ist eine super getroffene Sauce Mousseline. Sauce Mousseline ist eigentlich auch schnell erklärt. Ne? Es ist eine klassische Hollandaise, im Grunde genommen mit Schlagsahne. Das Einzige, was ich jetzt weglassen würde, weil es einfach nicht essbar ist und ich eigentlich gewohnt bin, dass alles, was du auf den Teller bekommst, auch essbar sein soll, ist der Thymian. Den brauche ich nicht. Aber sonst ist alles okay. Ja, der haut wieder alles drauf. Das würde mich auf Dauer dann auch ein bisschen nerven. Für Chris drapiert Jan Folgendes auf dem Teller: gegrilltes Kalbsbries. Mike fand's gut. Kalbsbries ist so schön saftig und schmeckt lecker. Es hat eine schöne Kruste, es ist saftig, weil der hat es einfach super gebraten. Ja, war bei mir auch super. Und dann hat er noch so super schöne Morscheln hier. Und dann hat er die auch noch mit Bärlauchpüree gefüllt. Die Morschel geht auch gar nicht unter, weil die noch gefüllt ist mit einem Bärlauchpüree. Morschel an sich hat schon einen sehr starken Waldgeschmack. Und da kommt noch das Bärlauchpyramid gibt echt einen Kick. Also das hat mir jetzt am besten auf dem Teller gefallen, die gefüllten Morscheln. Es war ein super Mundgefühl, es war angenehm zu essen. Alles zusammen im Mund, das war Foodporn, das war geil. Ja, Bombe. Gut gelaufen, Jan. Die zwei Damen vom Tisch fehlen allerdings noch. Hallo. Hallo. Ihr habt ja alles gegessen. Ja, also wir sind noch dran, ne? Ist noch nicht ganz fertig. Sandra spricht hiervon. Sie ist das Milchlamm Navarin mit Menton-Zitronen. Hat sie ja schon in der Küche gesehen.
mein erster Gedanke war, oh, das sieht ja durch aus. Weiß aber, es war durch, aber es war zart wie Butter. Na, es war sehr, sehr angenehm, sehr ein schönes Mundgefühl. Wohingegen mir jetzt mich etwas stört, ist, dass das Ganze in dieser Soße geschwommen ist. Ja. Und die Soße war mir ein Ticken zu dünn. Was mir dazu jetzt vielleicht gut geholfen hätte, das wäre jetzt... Ein Löffel gewesen. Ein Löffel, mal so, aber eine stärkehaltige Beilage, ein Kartoffelpüree, irgendwas dazu. Ein Navarin-Dadio, das habe ich dir ja vorher in der Küche erklärt, ist ein Nationalgericht in Frankreich. Mhm. Ein Lammragout wird in Soße serviert, ein Plat en Sauce. Ja, okay? Für mich ist aber auch bei einem Ragout die Soße doch etwas dicker. Ich würde das so dicklich nicht so schön und nicht so elegant finden. Ich finde es eher so, wie Jan das macht, gut. Zu den Morcheln vielleicht ganz kurz. Die sind sehr schön weich geworden und auch im Geschmack sehr angenehm. Ja. Magst du aber nicht, ne? Die Morcheln mag ich nicht. Ja, weil die noch auf dem Teller sind, deswegen. Nein, das ist ja nur ein. Ich habe eine ganze gelassen, so schön zum Zeigen. Die anderen habe ich ja schon aufgegessen. Nein, es ist in Ordnung. Also für mich hat die Soße zu viel Säure. Mhm. Aber wie du sagst, das gehört zur... Ja, die Soße ein bisschen zu sauer, obwohl drauf stand, es ist mit Zitrone gemacht. Ne? Da müsste man ja eigentlich Menschenverstand, ne, so ein bisschen gucken. Ne? Aber ich kann damit leben. Mein Gott, ne? Also, er ist ja auch erfrischend ehrlich. Ne? Er hat ja recht mit der Zitrone. Steht in der Karte, verstehe ich die Sandra auch nicht. Aber das, wenn er dann so noch mal eine ausholt, ne? So ein bisschen über die Menschen so drüber klackt, so wie aus der alten Schule, den Part müsste er abstellen. Jetzt kommt Kim und ihr Urteil zum geschmorten Beef Short Rib. Die Spannung steigt. Ich mag dich ja so gerne. Ne? Ich mag dich auch. Also ich fange mal ganz positiv an. Dein Gemüse, ja. So guter Geschmack, ja. Richtig geil. Schade, ich hätte das Schälchen ja. Wärmer gemacht, so, ja. So hätte ich nicht ein eiskaltes Gemüse essen. Oh, schade. Weil vom Geschmack und die Bissigkeit top. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das haben die Jungs hier vergessen, mit auf den Teller drauf zu knallen. Deswegen gab es ja auch ein bisschen Stimmung wieder in der Küche. Echt? Zeig mal. Ui. Oh. Ja, so kann das in der Küche auch mal zugehen. Solange nur der Teller dran glauben muss, ja, kann mal passieren. Sollte nicht, kann aber, ne? Dann hätte ich mir eigentlich gewünscht, ne, von dir total mitgenommen zu werden mit den Kalbsbäckchen. Von der Präsentation, weil du machst ja immer ein bisschen anders, ne? Wie es normaler Tradition ist. Mhm. Und hier habe ich Oma bekommen. Oma? Ja, so Oma. Ist auch von der Oma, das Rezept. Ja, ich weiß, aber... Das rieche ich auch an, da kommt die Soße drüber, da ist was drunter. Das kann man jetzt nicht unbedingt so dekonstruiert, das Wort hatten wir gestern, servieren. Das fände ich sehr schade. Wenn ich so seine Karte lese und auch verstanden habe, probiert zu verstehen, was er macht und was er als Koch darstellen möchte, hätte ich mir mein Hauptgericht komplett anders vorgestellt. Das ist so ein bisschen intellektuelle Masturbation. Ne? Man muss da irgendwie was sagen, um was zu sagen, ne? Um sich wichtig zu tun. Ach du Scheiße, intellektuelle Masturbation. Ne? Alter Schwede. Ich muss jetzt, ja, was soll ich sagen? Das Erfrischende beim Jan ist, ne? Dass zwischen Hirn und Zunge kein Platz ist, um noch irgendwie auszuweichen, charmanter zu werden. Ich verabschiede mich. Ne? Schönen Abend noch. Dankeschön. Ben schaut rein und in der Küche ist hoffentlich niemand mehr sauer. Jan! Wie geht's dir? Gut. Du? Ja, wunderbar. Was machst du mir Schönes heute? Concorde Schokolade. Weißt du, was das ist? Nee, du zielst mir das jetzt. Da haben wir einmal die runden Scheiben. Das ist dann wie so ein Millefeuille, wird aufeinander gestapelt. Mhm. Und dann haben wir diese Dinger, die kommen wenn es dann fertig ist, kommen die an die Seite ran. Rundherum. Rundherum. Okay. Wird ein bisschen mit Sahne festgemacht. Weißt du, und dann wird das so aufgebaut wie ein Millefeuille. Das ist mal richtig viel Handwerk, ne? Millefeuille ist ja die Bezeichnung von 1000 Schichten. Das kommt aus dem Blätterteig heraus. Und deswegen verwenden wir Köche das gern, wenn wir irgendwas schichten, dass wir sagen, wie ein Millefeuille. Zunächst muss Jan die schokoladigen Schichten anfertigen. Und dann braucht es etwas Geduld. Jetzt ist das Ganze noch ein bisschen flüssig. Mhm. Jetzt müssten wir das einfach
ein bisschen in den Tiefkühler geben. Okay. Damit das ein bisschen anzieht. Okay? Okay. So, ich habe aber schon fertiges Mousse-Schokolade gemacht. Also es ist kein klassisches Mousse-Schokolade. Es ist eine Ganache, also Schokolade mit Sahne. Dann nachher, wenn es gekühlt ist, kann man es dann dressieren. Dressieren, das bedeutet, das Ganze in Form zu bringen. Wie genau? Das stapelst du dann jetzt, wie du gesagt hast, wie ein Milchfeld. Wir drücken das ein bisschen an da unten. Mhm. Jetzt nehmen wir unsere Schlagsahne, der Rest, den wir hatten, und machen ein bisschen. Ja, okay, machst du das wie eine Torte. Genau. So ein bisschen wie Bob der Baumeister. Ne? Ein bisschen, ja. Spachtelmasse. Spachtelmasse, genau. Richtig kochen ist eben auch richtiges Handwerk. Machst du noch da farblich was dazu? Ja, da kommt noch weiße Schokolade drauf. Okay. Und da kommt noch Coulis de Framboise, also Himbeer-Coulis. Und ein bisschen Puderzucker, ein bisschen Kakao, ein bisschen Pfefferminz. Okay. Und das war's dann schon. Aber es ist schön raffiniert. Ich glaube, dass das auch sehr, sehr schön optisch daherkommt auf jeden Fall. Für Ben kommt sogar Schokosoße drüber bei seiner Dame Blanche Comme à Bruxelles. Und zufrieden mit deiner Wahl? Es ist das, was auf der Karte steht. Es ist das, wie ich es kenne. Es ist auch so, wie es sein soll. Ist eine Kalorienbombe. Ist eben so, ist jetzt vom Eis nicht mehr viel da, kann ich viel drüber reden. Ist ein gutes Vanilleeis. Ich denke nicht, dass es selbst gemacht ist. Ist aber auch, finde ich, nicht schlimm. Man bekommt sehr gute Fertigeisprodukte in einer hohen Qualität. Ich denke auch, dass es so eins ist. Wenn du eine gute Manufaktur hast, wo du das Eis bekommst, wenn du keine Leute hast, die dir das machen, keine Ahnung, das muss jeder selber für sich wissen. Gibt es nicht viel drum zu sagen, war gut, war so, wie man es kennt. War alles okay? Chris schließt seinen Abend hiermit ab. Eclair Blanche-Neige. Ich habe jetzt hier ein Eclair bekommen. Auf Deutsch ist das ein Liebesknochen. Und eine schöne Pâte à Choux, das heißt ein schöner Brandteig. Ja, ja, das ist sowohl bei süß als auch sauer übrigens einsetzbar, ne? Ja, toll. Der Brandteig ist nicht zu trocken, er ist nicht zu weich. Die fruchtige Note von der Aprikose, die Vanille mit der Schlagsahne, mit der Schokolade dazu. Ist ein Eclair, mal anders angerichtet, finde ich, aber schön, lecker. Für 10 Euro war das Dessert mehr wie okay. So viel Schokolade, wie da drauf war. Ich habe die Liebe rausgeschmeckt. Ob Kim sie auch spürt? Sie hat Appetit auf Parfait Glacé. Sag doch mal, was dahinter steckt. Parfait Glacé ist ja eigentlich wie ein Eis, ne? Nur dass das eigentlich viel halb gefroren. Nur meins ist nicht halb gefroren, sondern hauptsächlich gefroren. Es ist mir ein Ticken zu viel gefroren. Ich habe auch extra Parfait Glacé bestellt, weil ich weiß, dass das der Challenge ist. Also ein Parfait Glacé darf für mich von innen nicht vereist sein. Und es muss super cremig sein. Es ist cremig, aber für mich nicht genug cremig. Aber ich bin da super kritisch wiederum vom Allgemeinen. Ja, merkt man ja überhaupt nicht. Du regst mich schon auf, ganz ehrlich. Was natürlich super lecker ist, muss ich sagen, das ist das Coulis mit den roten Früchten. Ich liebe Coulis mit den roten Früchten. Das ist so ein bisschen mein Kindheits-Dessert gewesen. Vanilleeis mit roten Früchten und gebrannten Mandeln oben drüber. Ne? Man hätte trotzdem noch ein bisschen mehr Minze und Basilikum reinpacken können, um da die Frische aufzupacken. Da hat mir ein bisschen das gefehlt, aber ich liebe Erdbeeren und ich war ja auch rosa angezogen. Ich glaube, von daher hat das Dessert relativ gut heute zu mir gepasst. Sandras Dessertwahl trägt den Titel Concorde. Ob sie vor Begeisterung abhebt? Wir haben hier die Meringue, die Bise, die selbst gemacht sind, ne, die übrigens wunderbar in der Textur sind, sehr schön weich und schmelzend. Begossen wurde das Ganze mit einem schönen Collier von roten Früchten. Das passt auch wunderbar, weil das gibt dem süßen Dessert eine gewisse Säurenote. Ne? Ein wunderbares Dessert, wo ich mir eigentlich nichts darunter vorstellen konnte. Ich wusste, es wird irgendwas mit Schokolade. Aber ich bin hier voll überrascht und voll auf zufrieden. Dass ich das noch erleben darf. So einen netten Kommentar. Danke. Aber guck mal, würdest du dir vorstellen, dass wenn der Laden hier voll sitzt,
Und wenn man weiß, wie viele Leute der Jan in der Küche hat, dass der das Dessert jeden Tag wieder fertig bringen wird? Doch, locker. Das denke ich schon, auf jeden Fall. Hallo, was suchst denn du bitte, Kim? Das ist ein Profi in der Küche. Die Dinger kann man vorbereitet in der Kühlung auf ein Blech gelagert haben. Wenn du davon ausgehst, dass heute 5 oder 6 solcher Desserts gehen oder sogar 10, dann baust du die ja schon zusammen. Er baut ja die für euch zusammen hier in der Minute, wenn wir die Sendung machen. Aber im à la carte ist es vorbereitet. Extra angefertigt ist dafür die Rechnung. Wie hoch fällt die aus? Wir haben 412,70 Euro. 267 Euro fürs Essen und 140 Euro für Getränke. Das sind Luxemburger Preise. Du bist hier mitten in der Stadt, du bist in der auf Philharmonie. Auf Kirchberg, neben der Philharmonie. Perfekter Preis, alles gut. Hätte es uns jetzt toll geschmeckt, dann wirst du ohne Probleme das bezahlen dafür, ne? Aber es war eben nicht hundertprozentig. Ah, Sandra, du musst auch aufpassen. Du musst auch wirklich aufpassen. Wir kommen auch noch zu dir. Kommen wir zu Jans finalen Punkten. 6, schön, kann jeder gewesen sein. War mehr die weibliche Seite, glaube ich mal. Ja, glaube ich auch. So, lieber Jan, für den heutigen Abend gebe ich dir 6 Punkte. Ich wollte, dass du mich verzauberst und du hast es nicht getan. Mir ist es egal. Ich brauche das nicht, um zu überleben. Ne? Das ist ein Hobby, das ist ein Spaßfaktor. Der nächste, bitte. 7 Punkte. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. 7 Punkte. Nächste, bitte. Eine 8. Gute 8 Punkte. Keine Ahnung, wer es ist. Der nächste. Ja, passt ja wirklich. Wunderbar. Eine 9. Weiß ich auch nicht, wer es ist. Gute 9 Punkte. Aber die beiden, die sollten mal sprechen, glaube ich mal. Die sollten mal sich hinsetzen und diskutieren über den Sinn des Lebens und den Sinn der Restauration. Da ist ein Problem da. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Ich weiß nicht, was hier wirklich vorgefallen ist. Die Kim verstehe ich gar nicht. Eine 7 kann man mal geben. Das andere wäre für mich, ich hätte mit 8 und 9 sowieso im Durchschnitt gerechnet, ganz klar. Gut, es ist, wie es ist. Ich kann nichts machen. Macht alles zusammen, 30 Punkte. Jan zieht mit Kim gleich. 3 Lokale stehen noch aus, da ist Luft nach oben. In der Küche von Ben sollte morgen eigentlich nichts schief gehen. Mit Fleisch kenne ich mich schon gut aus. Früher war hier das Dripper, die Stange war da, da hing auch Fleisch dran. Zweimal Puff. Jetzt gilt die Konzentration dem Essen. Das Einzige, was ich mir vielleicht gewünscht hätte, wäre ein bisschen glasiger. Leider habe ich eine Grete drin. Stell dich doch nicht an wegen einer Grete. Weißt du, wie es ein echter Fisch ist? Trübt noch mehr die Freude?